Buenos dias, liebe Padelleros. Heute kein Padello-Training mit Christian, sondern mit Poldi. Und heute geht es um Spieltaktik Defense Nummer 1, die Basics. Erstmal danke, Poldi, für die Begrüßung. Fürs Intro durfte ich dann doch nochmal hier Platz nehmen im Kiez, wo wir heute sind, Paddel Kiez. Erstmal auch danke für die Gastfreundschaft, dass wir hier drehen dürfen. In dieser Rubrik der Spieltaktik wird es weniger um die Technik der Schläge gehen, sondern vielmehr darum, in welchen Spielsituationen wir welche Schläge am besten einsetzen können. Also insgesamt deutlich mehr um die Spieltaktik. Und in diesem Basic-Video geht es jetzt erstmal um zwei absolute Grundsätze, die wir in der Defense beherzigen müssen. Und die werden wir euch heute in spielerischer Form mit Miller. Chiara. Und Poldi zeigen. Ja, Christian, in der Defensive haben wir ja auch zwei Grundsätze. Der erste wäre, das Spiel möglichst immer zu verlangsamen. Erzähl uns doch mal, warum das so ist. Genau, also absolutes Grundprinzip in der Defensive. Wir wollen das Spiel so langsam wie möglich halten, wie du gerade schon gesagt hast. Warum ist das so? Es ist grundsätzlich deutlich einfacher, vorne am Netz Volleys zu spielen und Druck zu erzeugen, als hinten zu verteidigen. Das heißt, wenn wir die Gegner nur, ich sag mal, abschießen vorne am Netz, müssen die nur den Schläger hinhalten, können das Tempo mitnehmen und uns hinten vor deutlich größere Herausforderungen stellen, weil wir im Zweifel noch mit der Bande oder mit der Doppelbande sogar spielen müssen. Deshalb ist unser Ziel, das Spiel zu verlangsamen, denn dann müssen die deutlich mehr machen, um selber Druck zu erzeugen. Zweiter Schritt, wie machen wir das? Wie verlangsamen wir das Spiel? Dafür benutzen wir zum Beispiel Chiquitas, Lobs und insbesondere ein bisschen Variation. Denn wenn wir wirklich halt nur Hack, Hack, Hack schnell spielen, fällt es denen ganz leicht, das Tempo mitzunehmen. Durch diese Variation können wir das Spiel deutlich verlangsamen. Und wie wir das dann eben im Prinzip dann auch machen, zeigen wir euch jetzt einmal zu viert spielerisch in der Situation. Gut, die Spielsituationen sind natürlich mehr oder weniger gestellt alle. Nichtsdestotrotz werden, denke ich, die Grundsätze da drinnen schon sehr gut deutlich oder können gut veranschaulicht werden. Erste Spielsituation, Negativbeispiel, wie es eben nicht gemacht werden sollte. Das Spiel wurde nicht verlangsamt, sondern nur beschleunigt. Wir haben hinten versucht, Druck zu machen. Ich nehme den Ball hinten als Volley, den ich am besten sogar vielleicht gegen die Bande lassen sollte. Dadurch passiert der Fehler und wir haben in der Defensive hinten ein großes Problem. Deshalb wird es hier gemacht jetzt im zweiten Beispiel. Ich lasse den Ball hinten gegen die Bande, habe dadurch viel mehr Zeit, mich auf den Ball vorzubereiten. Der Treffpunkt ist viel, viel höher. Miller mit dem schönen Chiquita verlangsamt sie das Spiel. Poldi fällt es dadurch viel, viel schwerer, das Spiel schnell zu machen. Der Chiquita war jetzt vielleicht ein bisschen hoch, aber nichtsdestotrotz zeigt es ganz gut, wo es hinführen soll. Ein zweiter Grundsatz in der Defensive schließt so ein bisschen an den ersten an. Die Bälle, die wir durchlassen können und mit der Bande spielen, spielen wir auch häufig mit der Bande. Warum ist denn das eigentlich so? Genau, also wir versuchen in der Defensive wirklich so viel wie möglich die Bande mit einzubinden. Geht so ein bisschen mit dem ersten Grundsatz einher, Spielverlangsamung. Denn ich sag mal, je mehr Bälle wir hinten gegen die Bande gehen lassen, desto mehr Vorbereitungszeit haben wir auf die einzelnen Schläge und desto mehr Zeit verbringt der Ball im Prinzip auf unserer Hälfte. Das heißt, der Gegner kann uns nicht ganz so sehr unter Druck setzen. Deshalb, wie du schon richtig gesagt hast, so viel wie möglich mit der Bande spielen. Erstens Verlangsamung, zweitens der Schlag wird deutlich einfacher. Häufig ist es so, dass wir, wenn wir den Ball gegen die Bande gehen lassen, haben wir einen relativ hohen Treffpunkt. Die Alternative wäre, den Ball irgendwie als Halbvolley zu nehmen und dadurch, das wäre ein viel, viel schwierigerer Schlag. Das heißt, erstens Verlangsamung, zweitens, wir machen das Leben viel einfacher, weil die Schläge einfacher werden. Auch das zeigen wir euch einmal kurz zu viert, einmal in der Spielsituation. Wir beginnen auch hier wieder mit dem Negativbeispiel. Das, was wir jetzt sehen, ist natürlich auch wieder gestellt. Nichtsdestotrotz findet man diese Spielsituation häufig auf Paddelplätzen, vor allem, wo noch nicht ganz so lange gespielt wird. Wir nehmen hinten alles als Volley, nutzen tatsächlich die Bande gar nicht, kommen dadurch hinten in ganz große Probleme, weil die beiden am Netz gute Volley spielen. Hinten am Ende machen wir wieder den Fehler, beziehungsweise ich mache den Fehler, weil der Ball eben tief ist und durch diesen tiefen Treffpunkt kaum noch zu kontrollieren bei dem hohen Tempo. Hier sehen wir jetzt, sobald wir hinten die Bande mitnutzen, haben wir einen viel, viel höheren Treffpunkt. Gut, jetzt kommt erstmal ein Stopp von Chiara, aber auch jetzt der nächste Ball hinten. Durch die Bandennutzung wird es eben wieder einfach oder möglich, den Ball zu spielen. Wieder, der Ball kommt von der Bande, wieder einfacher Treffpunkt, hoher Treffpunkt und dann kann man auch Tempo machen auf den hohen Treffpunkt. Das wäre nicht möglich, wenn wir hinten den Ball als Halbvolley ohne die Bande nutzen würden. Das war's mit der heutigen Folge von Padello Training. Abonniert doch den Kanal, bleibt dran und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.